Hallo und herzlich willkommen zu einer XXL-Folge SnowRunner. Und mit dabei heute Letni, Beta und Aaron. Wer letzte Woche die Folge gesehen hat, weiß, was hier gleich passieren wird. Für die anderen gibt es nochmal einen kurzen Rückblick. Und ich kann euch so viel versprechen, diese Folge ist nicht umsonst XXL, sondern sie ist wirklich... Ich konnte es auch gar nicht kürzer schneiden, wollte es aber auch gar nicht. Sie ist einfach genial. Guckt sie und seid begeistert. Ich wünsche euch damit viel Spaß. Es wird auf jeden Fall spannend. Und ja, ab damit. Oh, jetzt kann ich hier wieder schieben gerade. Jetzt wird's wieder schnell. Yippie! Anschnallen und festhalten. Eine Fahrt gibt's gratis. Oh. Wo willst du hin, Aaron? Ja, dich wieder vorbeilassen. Oh. Upsi. Upsi. Alter, was? Ich, wo bin ich hier gelandet? Wo bin ich? Ich muss hier raus. Das ist eine Spirale aus Dummheit. Peter! Komm so an, heute neue Preise, ein Aufladen des Gratis. Peter, mir ist da ein Upsi passiert. Ja, ich bin gerade beim Erdrutsch vorbei. Also. Ich sag ja, auf einem Strecke müssen wir anhalten und auf Peter warten, weil wir die Hälfte verloren haben. Vor allen Dingen ist es auch richtig schön im Berg erstmal weiter runter gepurzelt. Blub, 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 blub. Wie wenn du so einen Würfel würfelst. Respekt, du hast es drauf. Fast 6, oder was? Ja, weiß ich nicht. Musst du mir gleich sagen. Was spielt ihr? Kann ich ja noch meine rauchen. Wie war das? Ihr seid schon über die Brücke hinweg und dann... Wir sind schon kurz vorm Portal, quasi. Also... Jetzt über die Behelfsbrücke rüber. Mhm. Ja, vor allen Dingen, also ich weiß noch nicht, wie du das da perfekt wieder drauf kriegst. Oder ich versuche mal meinen Anhänger da ein bisschen runterzuschieben, dass er schon mal näher da steht. Ich bereite das schon mal vor, die Bergung hier. Solltest du tun, ne? So wie damals mit dem großen Frachtverkehr. Oh! Upsi! Jetzt alles. Lass mich einfach überraschen, ich guck nicht hin. Bitte! Ja, René, du machst es gerade schlimmer, du schiebst das Zeug noch weiter in den Abgrund. Ey, warte mal, schau mal, ob du das jetzt wieder aufladen kannst. Also Beta, ich stehe jetzt genau auf den Dingern drauf. Ey, schau mal, ob du das jetzt wieder aufladen kannst. Nee. Ich kann keine Fracht mehr, aber habe ich die Möglichkeit nicht. Guck mal, Aaron, jetzt kriegst du sogar Fracht. Ja, Peter, gib mir dein Eisen. Weißt du, Peter nimmt sich einen Vierer mit und einen LKW und einen Kran und hat damit auch 6 Ladeplätze. Ja, meine Rettungsaktion war echt gut, war Gold wert. Okay. Nein. Weißt du, das könnte auch eine Mission von SnowRunner sein, so wie die Dinger hier verteilt liegen, ne? Naja, was meinst du, wie die ganze Mission zustande kommt? Meinst du, ich arbeite in einem Entwicklungsteam oder was? Hier, die Maps sind fertig.
Spitball-Mama-Mission oder was? Ja, das ist jetzt übrigens die Mission verlorene Frachtbeta, ne? Mhm. Unglücklicher Einfallspinsel. Also ich mach mal was, Peter. Ich mach mal was für dich. Guck mal, ist ja die Rampe nicht im Weg. Ist gut, wa? Ja, aber dass du halt die Fracht damit komplett verballert hast. Ja, okay. Man muss das Positive sehen, Peter. Nein, hast du richtig gut gemacht. Du hast mitgedacht. Und es dabei noch schlimmer getan. Ja, aber das ist ja eine Nebensache. Willst du vorfahren oder soll ich, Aaron? Ja, fahr du vor. Ich lass mich ziehen. Ah, 10.000 Euro fürs Nichts hinbekommen. So liebe ich das Geschäftsleben. Ich hab was gemacht. Ich schieb mal ein bisschen, Peter. Den einen zieh ich, den anderen schieb ich. Ja, sonst muss ich halt dich zuerst hochziehen und dann Aaron holen. Ja, wir können uns ansonsten können wir auch alle zusammenziehen. Nee, kannst leider nur einen ziehen. Nee, ich häng mich an Beta. Nee, geht nicht. Du kannst bloß eine Binde am LKW haben. Also du kannst, wenn ja, ich nee, jetzt vorne mal, fahren würde... Du hängst dich an René und ich häng mich dann an dich. Und dann nee, das geht nicht. René. Ich mach grad nichts, ich fahr rückwärts. Du ziehst mich gerade zurück, weil du in meinem LKW hängst und du entlässt gerade deine Fracht hinten. Bleib doch mal stehen. Ich mach doch nichts. Ich hab doch Winde schon gelöst. Du hängst mit deiner Front in meinem Hänger drin. Bei dir zumindest. Du hast mich gerade den ganzen Berg wieder zurückgezogen. Okay. Bei dir häng ich genauso drin. Ja, warte. Jetzt flieg durch die Luft. Ja, jetzt hast du deine Ladung wieder verloren. Ich auch. Okay, was merken wir da draus? Nicht schieben! Ja, Aaron, kannst du ein Stück rückwärts? Nee, Aaron kann auch nicht rückwärts. Ach du Scheiße, wie stehen wir denn hier? Wenn ich rückwärts fahre, lieg ich unten. Was passiert denn mit Peter gerade? Warte, ich häng mal meinen Hänger ab und versuch mal hier rauszukommen. Anhänger lösen. So, ich versuch mal hier erstmal wegzufahren, dass ich Beta irgendwie nochmal den Beta retten kann. Weil René, die Laterne hält uns gerade. Ich muss irgendwie mal ein Stück zurück, dass ich Peters Anhänger wegziehen kann. Oder Beta da ziehen. Ah. Weiter kann ich nicht, sonst liege ich auch mit unten. Beta, du ziehst irgendwo, hängst du denn dran? An dem Anhänger, der gerade hinter dir steht. Beim leeren Anhänger. Schau mal, kannst du dich an mich hängen? Weil ich stehe sicher. Ja, das Problem ist halt, dass dein Anhänger hier auch noch ein Eigenleben hat. Ach, der hängt immer noch in mir. Wow, der gibt jetzt eine Backpfeife. Du ziehst mich mit. Ich zerb dich gar nicht mehr dran. Also ich sollte aus allem raus sein mit meinem LKW gerade. So. Da kommt Lecky an und denkt sich, was macht der für eine Scheiße? So, ich versuche jetzt erstmal deinen Hänger hier wieder auf die Straße zu ziehen, Beta. Ja, mach mal, ich hänge eh hier unten im Wald drin. Nein! Das kannst du nicht ausdenken, das ist Wahnsinn. So, Beta, sein Hänger ist schon mal weiter weg. Peter, wo bist du? Ach du Scheiße, wo bist du denn? Alto Belli. Wir brauchen den großen Kran. Krieg mal den Hänger irgendwie ein bisschen rum. Alter.
Wie hast du den da reingekriegt? Alles weggeflogen. Du hast mich runtergeflogen. Ja, jetzt bin ich wieder schuld. Was, der Stahl ist weggeflogen? Oh ja, der ist sehr, sehr weit weg. Oh, jetzt wird's interessant. Oh oh, oh oh, jetzt wird's ernst, Leute, jetzt wird's ernst. Na! Upsi! Nein, der Hänger! Also warte, ich fasse die Situation mal kurz zusammen. Peter liegt da unten. Peters Anhänger liegt da oben quer. Ich lieg auf der Seite. Mein Hänger steht noch. Aaron, sein Hänger liegt quer. Aaron steht aber noch. Entladen haben wir unterm Strich alle. Und Letny hilft uns jetzt hier beim Bergen. Letny war auch dabei. Wir brauchen ja definitiv noch einen Kran-LKW, Peter. Ich bin auch schon dabei. Jetzt atmen wir doch mal durch die Lunge. Nee, wir hängen wieder an der Laterne. Warte, ich fahr mal ein bisschen vor. Nein, nicht vorfahren, du schiebst mich mit. Ist es auch. Nein. Uiuiui. Okay, ich stehe wieder. Erstmal müssen wir die ganzen Fahrzeuge jetzt hier wieder auf irgendeine Straße kriegen. Und dann hinterher alles wieder verladen. So, einen Anhänger habe ich schon mal angekoppelt. Den kann ich schon mal aus dem Gefahrenbereich bringen. Ich bin wieder oben. Wo ist Letny? Oh, runtergefallen. Achso, jetzt ist Letny unten. Nee, ich berge den Hänger hier. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich hier irgendwie drehe. Ich weiß noch nicht, wie wir Beta seinen LKW hier wieder rauskriegen, ne? Warum fahr einfach die Klippe runter? Einer oder zwei macht keinen Unterschied. Okay. Nein! Ich stehe wieder, richtig? So, ich gehe mal jetzt in den Fotomodus und guck mal, was da mit Beta seinem LKW wurde hängt. Ach, warte, ich mach mal hinten auf. Ach, du Scheiße, du ahnst es nicht. Ach, du Scheiße. Wir lassen ihn zurück. Wir lassen den Hängelchen. Niemals! Nein! Nein, es wird keiner zurückgelassen. Schau mal, ob ich hier runter kann und dann... Total. Der ist da halt total verkeilt. Willst du den Anhänger erstmal nach vorne fahren, Aaron? Soll ich dich durchlassen? Könnte man machen, wenn ich... vorbeikommen. Ja. Warte. Da liegt doch Stahl rum. Ja, nein, wir wollen nur den Hänger wegtun. Nur, dass der Hänger erstmal weg ist. Dann kann ich von hier mal versuchen zu ziehen. Nee, das bin ich. Ich wollte nur irgendwie vorankommen. Weil es geht. Es sieht sonst nichts. Ja, aber Aaron hat noch Platz. Stell den Hänger mal da vorne hin und bring den anderen steht. Ich will den Hänger ja wegbringen. Allerdings ist er hier vom Platz her echt scheiße, deswegen will ich den Hänger so weit wie möglich wegbringen. Naja. Dann komme ich mit LKW natürlich wieder. Wenn ich bis vor zur Tankstelle fahre damit. Ah, ich brauche, wie sieht's denn Spritmäßig bei euch aus? Weil die Hälfte habe ich noch, aber ich gehe... Ich hab noch 75 Liter. Hier vorne ist noch die Tankstelle. Geh halt schnell dahin, wenn du die Straße einfach vorfährst. Ah, okay. Stimmt, da ist die. Ja, kannst du dich da voll tanken und mir Sprit mitbringen, Aaron? Ja. Muss ich ja gar nicht selber fahren. Irgendwie hochkommen. Müsstest eigentlich hier geradeaus hochfahren können. Einfach geradeaus. Bist nicht leck. Nee, geradeaus weiterfahren ruhig. Also quasi erst einmal runter, Peter, Letny. Okay, Letny liegt auf der Seite. Ich versuche Letny zu bergen gerade. Wo seid ihr denn hier? War das nicht hier? Nee, da vorne, wirklich.
Ja, Aaron versucht da hochzukommen. So, wer liegt jetzt hier wo? Fracht und Letni. Letni hol ich gerade. Letni, du standest kurz. Ja, bleib mal so stehen, Aaron. Letni, du stehst. Okay. Danke. Ich stehe sicher. Dann lass uns zu dem Metallmal fahren, dann kannst du mir das direkt... Au! Ja, und auf mich drauf. Also ein Stück zurückkommen? Ah, bleib mal kurz stehen, Letni. Halt. Ja, und weg. Ich konnte die Winde nämlich nicht anbringen, weil er geruckelt hat. Okay. Erstmal verladen. Verladen. Ja. Jetzt kannst du zumindest mir die kurz aufladen, dann haben wir sie von hier unten weg. Du nimmst eine und tust eine versenken. Ja, das habe ich letztes Mal schon gemacht. Hat nichts geholfen, so eine Folge draus gemacht. Und wenn ihr nicht wisst, was Beta meint, dann verlinke ich euch das jetzt. Warte, halt, stopp, wo ist die Kamera? Ne, bei Snowrunner bin ich unten. Also, ich verlinke euch das da. Ungefähr da. Wenn du jetzt im Videoschnitt echt deine Kamera so bewegst, dass es passt. Ui, was tut ihr? Wie shit, Alter. Wie eine hässliche Spinne. Ah, da hängt da echt nichts drunter, ne? Mhm. Und ich hab den schon ein bisschen rausgezogen, ne? Also... Ja, aber ich glaube, der backt irgendwie im Baum drin oder so. Ja, aber wie gesagt, wir müssen den da rauskriegen. Ich meine, so ein LKW kostet fast 200.000, das können wir hier nicht einfach im Wald liegen lassen. Von der Umweltbelastung mal ganz zu schweigen. So eine alte Öl drin. Das sieht gut aus, der ist schon wieder ein Stück raus. Der ist schon mehr draus als vorhin. Soll ich mal von hier ziehen, Beta? Ja, probier mal. Der Baum dahinter biegt sich schon, das ist... Ja. Noch ein Stück. Ui, da hat er sich geflippt. Okay, zieh du mal wieder nein, von... Nein, mach wieder ran die Welle. Okay. Ja, wusste ich ja nicht, dass du das so vorhast. Ich wollte dich jetzt richtig hart in den Arsch ran. Richtig. Warte, dreckig. Gib's mir, komm! Na, warum gib's? Ja? Warte, nochmal neu ansetzen. Sonst fliegst du da gleich auch den Hang runter. Der Hang ist nicht schlimm, da sind nicht so viele Bäume. Ja, jetzt musst du die Winde. Ja, da kannst du einfach wieder hochfahren. Die Winde müsste jetzt schon gehen. Warte, ich muss die Handbremse erst rausmachen. Und go! Wir liegen hier gleich beide rund. Hey, warte mal, der ist doch. Versuch mal von oben zu ziehen. Weißt du, dass wir wieder ein Stück nach oben ziehen? Die Sache ist, wenn ich dich und den Leitpfosten jetzt hier als Gegendruck habe. Mich kannst du nicht als Gegendruck nehmen. Ich bin nicht stabil genug dafür. Ja, aber der Leitpfosten könnte... Meint er doch?
Meine Tochter hat rechts, kommt man leichter raus, ne? Hm. Warte, bleib mal neben mir. Kann nicht, ich rolle einfach nur. Okay. Oh nee, 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 nee! Okay, das waren nur die Stallträger. Schieb mich nicht runter, Peter, schieb mich nicht runter! Ich? Ja, das kommst du wieder hin, oder? Ja, ich kann mich selber. Wenn du mich nicht umschmeißt. Du hast dich schon umgeschmissen, was du willst. Wo sind die Stallträger hin? Ach, die liegen da hinten. Ach, naja, gut, da haben wir sie schon mal her. Das sieht gefährlich. Wie er einfach auf das Unfallopfer fährt. So, ich wäre, glaube ich, ansatzweise so weit, um nochmal Zugversuch zu machen. Bist du noch drin, oder? Ich bin noch drin, ja. Ich war selber ein bisschen zu ziehen. Weil die Vorderachse, die vorderste, hängt halt auch in einem Baum drin. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Jetzt ist... Das sieht sehr gut aus, Peter. Dann lass mich von hier oben nochmal versuchen, ihn da durch den Baum zu ziehen. Ja, das ist gut. Die Vorderachse. Dann müsste halt eigentlich in die andere Richtung gezogen werden. Ja, okay, dann drehe ich nochmal und versuche von da anzusetzen. So, ich hole jetzt richtig Schwung. Bist du aus dem LKW noch drin, Peter? Ja, bin ich. Geh mal kurz raus. Bist du draußen? Ja, ne? Jetzt, ja. So, guck mal, jetzt habe ich hier richtig Material zum Schwung holen. Und jetzt, go! Ah, okay, ich habe sogar B gedrückt, aus Versehen. Aus Nervosität. Ja, wahrscheinlich. Hallo. Vergessen. Ist da so rein, böse reingebackt? Nee, Wim. Oh, jetzt kommt Aaron. Das war der Zustich. Vielleicht liegt der nächste Ecker wieder drin. Nee, also ich hab mich festgemacht. Das ist egal. Das... Wir müssen ihn versuchen, da rauszuziehen. Du kommst gegen den verbackten LKW einfach nicht an. Peter, so ein kleiner LKW wird uns doch nicht... Warte mal, warte mal, warte mal. Gut, wie der sich da anbringt. Fällt nie, kannst du erstmal auf, wenn die neue Karte schon fertig zu machen wäre. Ah. Aber jetzt klemme ich hier auch irgendwo mit dem Kran. Wenn wir ihn halt da aus diesem Baum rauskriegen würden, ne? Warum geht denn die Winde? Ja, Beta, mach weiter, das sieht sehr gut aus. Zur Not kannst du ihn auch zur Straße hinkippen lassen, dann haben wir wieder einen guten Punkt zum Ziehen. Oh, Beta, das sieht gut aus sieht das. Wir brauchen den noch größeren Kran. Oder auch nicht. Ja. Peter, unser Held.
Aufziehen kann ich ihn von hier. Easy. Kriegen wir nicht hin, sagt er. Er hat auch gelacht. Ich will jetzt noch ein paar Stahlträger hin. Ja, ich muss jetzt nur an dem vorbeikommen. Ja, René, wie gesagt, ich fahre hier den weg und dann hole ich den anderen vorne weg. Ich fahre einfach über ihn rüber. Bei mir steht er schon wieder richtig rüber. Ja, ja, er steht. Ich versuche jetzt nur gerade drüber zu fahren. Das hat tatsächlich sogar funktioniert. Alles nach Plan. Warte, ich richte mich wieder auf. Ich habe gerade Pause. Ich guck mich hin. Ich hab gedacht, der hat so eine lange Winde, der aber irgendwie nicht trotzdem kein Windenpunkt. Scheiße. Doch oben die Laterne kann ich nehmen. Ja, das okay, ist jetzt. Nee, warte, ich hab das verbockt. Das. Ja, Tank ist leer. Guck das mal, kann man nachtanken. In dem Kran müsste da auch Spritz drin sein. Also wenn du jetzt auf Nachtanken gehst, dann müsste auch der Heavy Crane in Order. So wenigstens 50 Liter, um zur Tankstelle zu kommen. Einmal mit LT drücken. Oder so, ja. Gucke. Easy. Letty macht einfach weiter. Schau den Stream und weiter. Mission entdeckt, abgeschlossen, Mission entdeckt, abgeschlossen, Mission entdeckt. Abgeschlossen? Nee. Bitte, fahren Sie weg. So, wo muss das jetzt hin? Das war ein Bonus. Ja, aber wir haben noch kein Stahleck irgendwie so nur mitgenommen, oder? Doch, ich hatte einfach alle drei, die ich abgeworfen habe, mitgenommen. Irgendwo werden wir schon Stahl brauchen. Und dadurch, dass Stahl so bescheuert zu kriegen ist. Okay. Also fahren wir jetzt alle auf eine neue Map, ja? Die wahrscheinlich schon komplett entdeckt ist von Lenny inzwischen. Okay. So einen Turm habe ich entdeckt. Peter, du hast recht, diese Map. Was mit der Map? Die zwei Maps, wo ich jetzt bin oder wo ich war, ne? Alter, das ist voll beschissen. Autsch! Da gibt's keine gerade Straße, keine Ding, das so normal fahren kann. Alles Katastrophe. Ja. So, aber dann würde ich sagen, ihr habt jetzt gesehen, wie wir uns geborgen haben. Wir fahren jetzt auf die andere Map rüber. Und wenn ihr sehen wollt, was wir auf der anderen Map zu Abenteuer erleben, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Guckt die nächste Folge. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wir durften uns mal verabschieden.